Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Thema Köpfe hatten wir schon, wenn ihr schon länger mit dabei seid. Ja, das stimmt. Ganz zu Anfang, das macht auch Sinn, weil die Basics braucht man natürlich gleich am Anfang. Und ja, wie es bei Anfängen immer so ist, da habe ich gerade frisch mit YouTube angefangen. Die Qualität war da noch nicht so doll. Und deswegen habe ich mir gedacht, machst du den ganzen Kram einfach nochmal. Ja, quasi aufgepimpt, neues Bild, neuer Text. Und ja, für die, die es schon können, ihr braucht jetzt hier nicht zwingend reinzugucken. Für alle die, die ganz neu dabei sind, ja, freut euch auf das Thema Köpfe. Es ist gar nicht so schwer. Ich mache es auch für den Anfang extra einfach. Ja, und einen Kopf, den zeichnet man zuerst mit einem Kreis. So, ich lege das Ganze noch mal ein bisschen in die Mitte. So, Kreis kann man auch mit einer Kreisschablone machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Es reicht einfach ein ganz normaler, einfacher, handgezeichneter Kreis. So genau muss das gar nicht werden. Den Kreis teilt ihr dann von oben nach unten und von links nach rechts, genau in der Mitte. Und an der Schnittkante malt ihr so eine Kugel rein, das wird die Nase. Und links und rechts von der vertikalen Hilfslinie macht ihr zwei Augen. Und hier links und rechts die Ohren. Und was fehlt noch? Der Mund, genau, der kommt nämlich da unten dran. So, jetzt mache ich hier noch einen Hals. Zwei Augenbrauen und dann kann ich hier schon mal die Haare drauf malen. Und das ist dann wirklich eine ganz, ganz einfache Version eines Kopfes, was man so dann als Basis nehmen kann, um da ein bisschen mehr dran rumzubasteln und ja, den Kopf dann zu verfeinern. Das machen wir später dann nochmal ausführlicher. Jetzt zeige ich euch das nochmal ein klein wenig in einer Variation. Ja, also wieder einen Kreis. Okay, ihr habt aufgepasst. Wunderbar. Und wieder die beiden Hilfslinien von oben nach unten und von links nach rechts. In die Mitte dann die Nase. Und hier mache ich einfach mal die Augen größer, um eigentlich einfach mal zu zeigen, wie es aussieht, wenn man nach dem Schema ein paar Kleinigkeiten wirklich ändert. Und das ist gar nicht viel. Den Mund setze ich jetzt mal hier an die Seite und den lasse ich mal etwas grinsen. So, wieder die Augenbrauen und dann kann ich auch schon die Haare draufsetzen. So, das mache ich jetzt hier wirklich ganz einfach. Das ist jetzt nichts wirklich super Schönes, was ich hier mache, sondern einfach nur, um euch zu zeigen, wie man einen Kopf gestalten kann. Und ihr seht schon, im Vergleich zu dem Kopf vorher, sieht der Kollege hier doch schon etwas anders aus. Und ja, jetzt gehe ich nochmal mit dem Feinliner drüber und ziehe hier einfach alle Linien nach. Und da könnt ihr mal bei zuschauen. Also, ich zeichne immer vor und schnappe mir dann meinen Feinliner und dann ja, ziehe ich das nochmal nach, was ich vorher mit Bleistift skizziert habe und radiere dann hinterher die Bleistiftlinien einfach weg. So könnt ihr vorher ein bisschen drauf losskizzieren und euch da ein bisschen austoben. Und wenn irgendwas nicht so geworden ist, dann ist das halb so wild, weil bevor ihr dann mit dem Feinliner drauf geht, könnt ihr das noch problemlos ändern. So, jetzt male ich hier nochmal die Haare. Und das auf der Seite auch. Bei den nächsten Videos, also die eigentlich schon waren, weil das ist jetzt hier ein Anfangsvideo, was jetzt irgendwie mittendrin nochmal läuft. Egal, bei den anderen Videos lasse ich jetzt alles ein bisschen schneller laufen, was ich mit dem Feinliner mache. Das ist jetzt hier wirklich nochmal für die Anfänger ein extra aufgelegtes Video zum Thema Zeichnen. Gut, das ist jetzt der Kopf von vorne mit Bleistift und Feinliner. Und jetzt gehe ich gleich mal weiter und zeichne den Kopf im Profil. Profil ist halt von der Seite, kennt ihr von Facebook und so weiter, Profilbilder, die aber selten von der Seite sind. Warum heißen die nicht dann Profilbilder? Ich habe keine Ahnung. Egal, darum geht es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall das Gleiche wie eben. Ja, wieder der Kreis mit den beiden Hilfslinien. Jetzt zeichne ich das Ohr in die Mitte, wo die Nase vorher war. Zeichne hier rechts das Auge hin und da, wo ein Ohr eigentlich saß, zeichne ich jetzt die Nase hin und den Mund setze ich hier unten in den Quadrant hin. Quadrant? Ist das ein Quadrant? Egal. Ihr seht, was ich meine. Jetzt habe ich das Ohr gemacht und zeichne jetzt hier nochmal die Haare drauf. Das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Wenn man mit diesen Kreisen und Hilfslinien arbeitet, kommt man da ziemlich schnell voran, weil man sich einfach ganz gut orientieren kann und dann einfach schnell den Kopf zeichnet. Ja, jetzt schnappe ich mir hier wieder meinen Feinliner und ziehe das Ganze nach.
Bei der Arbeit mit dem Fineliner ist es bei mir immer so, dass ich nicht wirklich ein System habe, wo fange ich an und wo höre ich auf, sondern je nachdem, ja, wie ich gerade Lust drauf habe und was mein Gehirn gerade so spontan entscheidet, was es machen möchte, ja, zeichne ich entweder erst die Nase und dann das Auge oder erst das Auge und dann die Nase. Also da habe ich jetzt nicht so direkt ein Konzept. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon so ganz nebenbei einen Kopf von der Seite gezeichnet. Und ich mache jetzt zu jeder Variante nochmal eine zweite Version. Auch hier wieder den Kreis und die beiden Hilfslinien. So. Okay, hier vorne das Auge. Und dann hier die, wie heißt das? Ohr. Das Ohr. Hier mache ich die Nase ein bisschen größer. Ich wollte noch ein anderes Auge machen, merke ich gerade. Ist das der Vorteil, wenn man mit Bleistift vorzeichnet? So. Die Pupille sollte dann eigentlich ein klein wenig größer werden. So, was fehlt denn noch? Hier ist der Kreis, hier kommt dann noch das Ding in das Ohr. Und hier zeichne ich jetzt mal die Haare drauf. So, ein paar Locken. Thema Haare gibt es übrigens noch ein eigenes Video. Da könnt ihr hier mal draufklicken, wenn euch das interessiert. Aber erst zu Ende schauen. So, ja, Fineliner wieder rausgeholt. Und jetzt ziehe ich das Ganze nach. So, hier ist mir die Pupille ein bisschen zu groß geworden. Die mache ich jetzt ein bisschen kleiner. Auch das ist der Vorteil des Vorzeichnens mit Bleistift. So, jetzt wird hier wieder alles nachgezogen. Okay. Und jetzt hier die Locken. Das sind einfach so kleine geschwungene Linien. Okay, jetzt ziehe ich hier den Kopf noch zu, mache den Mund. Oben noch eine Augenbraue und dann ja, ist unser Kopf im Profil fertig. So, das war auch nicht so schwer. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Und jetzt machen wir einen Kopf im Halbprofil. Das wird man ganz häufig benutzen und das ist auch nicht so schwierig. Allerdings ein bisschen kniffliger. So, wieder der Kreis und jetzt seht ihr hier, dass ich die Linie gar nicht gerade ziehe, sondern immer so geschwungen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Globus oder eine Mandarine oder sowas. Die Linie wird trotzdem da, wie wir sie gerade hatten. Und durch diese Linien kann man sich halt so ein bisschen orientieren. Hier vorne saß die Nase oder sitzt die Nase und jetzt ziehe ich sie hier rüber. Und hier oben die Augen. Also ihr seht hoffentlich schon, was ich meine. Hier sitzt das Ohr. Und ja, damit haben wir schon mal das Grundprinzip des Kopfes hier hingezeichnet. Hier unten male ich jetzt nochmal den Hals dran und hier den Mund. Okay. Augenbrauen und dann kann ich mit den Haaren weitermachen. Ich hoffe, ihr könnt wirklich erkennen, wie ich das meine mit der Art des Globuses quasi. Es ist nicht so schwierig, wenn man diese Hilfslinien einfach so rund über den Kopf zieht. Ein bisschen üben solltet ihr das schon, ist aber tatsächlich gar nicht so schwierig. Aber wie bei allen Sachen, man muss es halt einfach mehrfach ausprobieren, um dann zu sehen, wie es funktioniert. Man kann natürlich auch einen Ball nehmen, einen Tischtennisball zum Beispiel, und zeichnet da Linien drauf, von oben nach unten und links und rechts und so weiter. Und dann könnt ihr ihn immer drehen und dann einfach mal gucken, wie das aussieht. Malt vielleicht nochmal Augen drauf und einen Mund und eine kleine Nase. Und dann habt ihr eben sowas als Modell, was ihr dann immer drehen könnt und dann zeichnet ihr es einfach ab. Das ist vielleicht für euch eventuell für den Anfang auch ganz hilfreich. Jetzt zeichne ich einfach hier nach wie vor immer noch mit Fineliner alles nach. So, und das ist auch wieder hier so eine ganz einfache Basisvariante und fertig. Okay, jetzt mache ich das ganze Spielchen nochmal. Wieder in den Kreisen, jetzt kommen hier diese Linien. Ihr seht, ich mache das so ganz mit einem leichten Schwung. Und zeichne dann einfach die restlichen Teile des Gesichtes rein. Hier mache ich das Auge etwas größer. Und hier kommt wieder das Ohr hin. Und hier unten ziehe ich den Kopf nochmal rum. Und den Hals, den Mund. Und dann kann ich auch schon mit den Augenbrauen und den Haaren weitermachen. So. Und auch hier seht ihr wieder, dass das ziemlich schnell geht. Wenn man den Dreh einfach mal raus hat, ist das wirklich sehr schnell gemacht. Irgendwann kann man natürlich dann auch seine Comicfiguren ohne diese ganzen Hilfslinien zeichnen. Das mache ich auch jetzt für euch, damit ihr eben seht, wie es funktioniert. Das ist für den Anfang gar nicht so schlecht.
Ich zeichne meist einfach mal so drauf los. Das kriegt man natürlich auch ziemlich schnell dann hin. Und ja, das ist halt eine Übungssache, dass natürlich auch nicht jeder immer zu so macht. Und ich bin hier auch schon gleich fertig übrigens. So, nochmal die Pupillen und die Augenbrauen. Brauen, beide bitte. So. Und den Mund. Ja, das ist auch wieder der Kopf im Halbprofil. Diese Köpfe könnt ihr natürlich drehen und wenden, wie ihr wollt. Da gibt es zig Varianten. Wenn ihr das einmal ja, durchschaut habt, dann könnt ihr eure Figuren in alle möglichen Richtungen gucken lassen. Ja, ich würde sagen, ihr probiert euch jetzt mal ein bisschen aus und zeichnet eure Comicköpfe. Das sind wirklich die einfachen Basissachen. Wir werden die dann natürlich noch aufmotzen. Einige Videos gibt es schon. Einige mache ich nochmal neu, eben weil ich ja sagte, die Anfänge waren nicht ganz so optimal. Aber ich habe schon jede Menge andere Sachen gemacht. Klickt euch doch mal rein, falls ihr neu seid und alle alten Abonnenten. Schön, dass ihr da seid. Ihr kennt das und ja. Ihr seid Zeichen-Junkies und könnt vom Zeichnen gar nicht genug bekommen. Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich abonnieren. Ganz genau. Weil dann verpasst ihr nämlich keine einzige Folge. Ihr könnt mich natürlich auch auf Facebook besuchen oder ihr besucht meine Homepage oder ihr besucht mich bei Instagram. Oder ihr macht alles gleichzeitig. Oder hintereinander. Ist nicht ganz so stressig. Und wenn ihr jetzt gleich loszeichnen wollt, auch gar kein Problem. Klickt einfach auf eines der Videos und dann könnt ihr gleich loslegen. Und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer ganz viel Spaß. Und nicht vergessen, abonnieren.